Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de. Mein Name ist Klaus und ich will euch heute den Testbericht des Alcatel One Touch Star vorstellen, das ihr hier vor uns liegen seht mit seiner schönen Rückseite. Das hier ist die silberne Variante. Es gibt noch mindestens zwei andere Farbvarianten in so einem dunklen Grau und in einem rosa-rot ähnlichen Farbton. Cranberry Pink nennt sich das. Alles relativ stark auf Design ausgelegt. Das sieht man auch schon in dem Äußeren. Ist ein recht schickes Gerät. Kommen wir aber erstmal zu den groben Eckdaten. Ist ein 4 Zoll Smartphone mit Android 4.1.1 drauf. Hat ein WVGA, also 480 mal 800 Punkte auflösendes AMOLED-Display. Also AMOLED bedeutet letztendlich sehr knallige Farben, manchen Leuten schon zu bunt, und sehr schöne Schwarzwerte, wie man hier auch anhand des dunklen Hintergrundbildes ganz gut erkennen kann. Man kann kaum sehen, wo dann das Schwarze des Displays in das Schwarze des Rands übergeht. Was hat es sonst zu bieten? Einen 1 GHz Dual-Core-Prozessor, das ist der bekannte MediaTek MTK 6577, der gleiche, der auch in dem Alcatel 997D zum Beispiel drin steckt oder in den verschiedenen Mobistel-Modellen, die ich in der Vergangenheit getestet habe. Ja, machen wir noch mal kurz den Rundgang, um ein bisschen auf das Design einzugehen. Wie wir sehen, die Vorderseite ist recht schlicht gestaltet. Wenn ich mal das Display ausschalte, ist komplett schwarz. Beim Einschalten sehen wir erstmal, dass wir hier unten drei Sensortasten haben, die leider ähnlich wie das Mobistel auch immer wieder macht, nur dann beleuchtet sind, wenn man sie eigentlich nicht braucht, nämlich nachdem man eine gedrückt hat. Wir haben hier auf der linken Seite die Zurücktaste, hier die Home-Taste und etwas ungewöhnlich eine Multitasking-Taste, also die Taste, mit der man die letzten Apps aufrufen kann. Es gibt keine explizite Menütaste, das muss man dann halt entweder über die App jeweils aufrufen, da gibt es dann meistens dieses Drei-Punkte-Symbol, oder durch einen langen Druck hier auf die Multitasking-Taste, dann kriegt man doch die Einstellung nochmal so her. Erstmal ein bisschen ungewohnt, aber macht eigentlich bei modernen Android-Apps Sinn, weil die Menüfunktion immer schon in der App selber integriert ist. Und man dagegen halt die Multitasking-Funktion im direkten Zugriff hat und nicht lange auf die Home-Taste oder ähnliches drücken muss. Ja, jetzt bin ich schon recht detailliert auf diese Tasten hier unten eingegangen. Machen wir noch erstmal den Rundgang komplett. Wir haben auf der linken Seite eine Lautstärke-Wippe. Insgesamt rundherum um das Gehäuse läuft eine, ich sag mal, metallisch wirkende Kante. Die, ja, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin und auch mehrere Leute gefragt habe, das könnte Metall sein, ist aber sehr wahrscheinlich nur geschickt gemachtes Kunststoff, wirkt aber sehr stabil. Auf der Oberseite haben wir dann den Ein- Ausschaltknopf. Im Gegensatz zu dem Eindruck, der beim Unboxing offensichtlich entstanden ist, ist der absolut problemlos zu bedienen. Der ist halt nur nicht sehr, der ragt nicht sonderlich deutlich raus. Dadurch erfüllt man ihn beim ersten Mal nicht so schnell. Aber ist absolut kein Problem im täglichen Umgang. Dagegen eher für mich schon mittlerweile ungewohnt, den oben zu haben. Viele, gerade die größeren Smartphones, haben den ja an der rechten Seite, sodass er mit dem Daumen einfach zu erreichen ist. Hier muss man sich ein bisschen umgewöhnen und den oben mit dem Zeigefinger dann erhaschen. Wenn man in der linken Hand hat, das Handy, dann geht das eigentlich sehr bequem. In der rechten Hand ist es ein bisschen ungewohnt. Daneben haben wir den Kopfhöreranschluss bzw. Headset-Anschluss, Standard-Headset-Anschluss, sodass man die üblichen Geräte anschließen muss, nicht wie bei Mobistel einen Adapter braucht. Auf der Seite, auf der rechten Seite nichts zu sehen. Na, da hatte ich es nicht ganz fest zugemacht. Unten haben wir den Micro-USB-Anschluss und das Mikrofonloch. Und dann sind wir schon rund. Gucken wir noch mal kurz die Rückseite an. Das ist so na, wie gebürstetes Aluminium vom Stil her. Das ist aber definitiv Kunststoff, eine sehr dünne Plastikschicht, die man hier hinten abziehen kann. Wir haben neben den verschiedenen Schriftzügen hier die 5-Megapixel-Kamera, ein LED-Hilfslicht für die Kamera, ein weiteres Mikrofon für die Videoaufnahmen und hier den Lautsprecher. Ja, was ist besonders an diesem Telefon? Es bietet zum einen zwei SIM-Karten-Slots. In diesem Fall sind das zwei Micro-SIM-Karten, die hier reingehören, sodass man halt unter zwei verschiedenen Nummern zum Beispiel erreichbar sein kann. Ähnlich wie halt bei den ganzen anderen Geräten von Alcatel und Mobistel, die ich in letzter Zeit vorgestellt habe.
Speziell hier dran ist, dass es ein recht kompaktes Gerät ist, 4 Zoll Display, und es macht auch wirklich Nutzen von diesem kleinen Format, in dem halt das Gehäuse rundherum recht kompakt ist und auch angenehm flach ist. Wirkt im Vergleich zur Größe relativ schwer, aber ist eigentlich nicht schwerer als die anderen Geräte dieser Größenordnung. Und ja, ich hatte schon erwähnt, es zeichnet sich unter anderem durch das AMOLED-Display aus. Das ist jetzt in dieser auch recht günstigen Preisklasse. Das Gerät kostet zurzeit so knapp 180 Euro. Einmalig. So ein günstiges AMOLED-Display und Handy mit AMOLED-Display habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, kommen wir zu meinen Erfahrungen nach circa 2 Wochen Praxistest des Alcatel OneTouch Star. Wie schon von den anderen Geräten mit dem gleichen Prozessor gewohnt, läuft die Bedienung sehr, sehr flüssig. Zusammen mit dem wirklich knackscharfen und mit sehr knalligen Farben und schönen Schwarztönen versehenen Display macht das aber nochmal irgendwie ein Stückchen mehr Spaß. Sehr angenehm zu bedienendes Gerät, liegt auch sehr angenehm in der Hand. Zudem hat Alcatel noch ein paar interessante Änderungen an Android gemacht. Ihr wisst es vielleicht, ich bin nicht so der große Fan von modifizierten Android-Oberflächen. Ich mag eigentlich so wie Android ab Ice Cream Sandwich oder auch dann bei Jelly Bean in Natura sozusagen aussieht. Aber ich finde, was Alcatel hier gemacht hat, ist durchaus okay. Das fängt dabei damit an, dass wenn man das Gerät einschaltet, man einen anderen Lockscreen hier hat. Man muss halt hier den Hauptteil des Screens runterziehen, um normal zu unlocken. Alternativ kann man eine der drei Funktionen hier auslösen, Kamera, SMS oder die Telefonfunktion direkt aufrufen. Die sieht zum Beispiel auch ein bisschen anders aus. Auch in manchen Menüs hat Alcatel die Farbschemata so ein bisschen geändert. Ja, ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich finde es auch nicht schlecht gelungen. Insofern okay, und ist klar, dass die Firmen irgendwann auch so ein bisschen ihren eigenen Stil finden wollen und nicht nur pures Android ausliefern. Genauso sind die Symbole auch alle verändert, und zwar dieses Mal nicht nur die Symbole, die schon vorinstalliert sind, wie zum Beispiel hier die Galerie oder das Kamerasymbol, die halt alle in so einem etwas abgerundeten Quadratstil dargestellt sind, sondern man sieht das hier zum Beispiel bei der Tagesschau-App oder auch bei dem Total Commander, den ich hier links drauf habe. Da wird immer noch mal so eine Form dem normalen App-Logo hinterlegt, sodass es auch eine ähnliche Form hat. Auch hier dieser Ordner, den ich für Spiele angelegt habe, zum Beispiel, der ist auch so ein bisschen in diesem abgerundeten Quadratform. So ein durchgängiges Designmuster, was sie hier gewählt haben. Zudem sieht man hier unten noch durch so einen kleinen Indikator, wo man gerade auf den Homescreens ist. Und das ist auch ganz hilfreich, weil man kann durchscrollen. Das kann schon mal ein bisschen irritierend sein, wenn man das nicht gewohnt ist. Was gibt es weiter an Modifikationen? Wir haben hier oben in der Statusleiste, wenn wir die runterziehen, wie üblich bei diesen MediaTek-Geräten, verschiedene Schnellzugriffstasten, um zum Beispiel WLAN auszuschalten, hier noch zusätzlich den WLAN-Hotspot einzuschalten, Bluetooth, GPS und die Datenverbindung über Mobilfunk ein- auszuschalten. Wir können das nach rechts und links scrollen, haben dann rechter Hand die Profile und linker Hand die Einstellung zum Display. Helligkeit, Beleuchtung, ob es sich mitdreht und so weiter. Was ihr hier jetzt vielleicht schon seht und was ich ein bisschen irritierend finde, ist, dass man das auch in so Zwischenstellungen stehen lassen kann. Da finde ich eigentlich die Variante, wie ich das von den anderen MediaTek-Telefonen her kenne, dass man immer nur eine der drei Seiten anzeigen kann, etwas praktischer einfach. Das ist ein bisschen irritierend. Was bringt mir das, wenn ich hier so schräg dazwischen irgendwo stehen bleiben kann? Aber vielleicht auch einfach nur eine Gewohnheitssache. Zudem ist hier noch eine Zusatzinfo zur Akkuleistung eingebaut, wo man halt sehen kann, dass der jetzt schätzungsweise noch 12 Stunden halten wird. Übrigens, der Akku hat bei mir immer gut durchgehalten, also über den Tag kommt man da locker mit, und ich denke auch, dass man mit einer mäßigen Benutzung gut über 2 Tage kommen kann. Ich habe natürlich jetzt in der Testphase das Ding immer sehr intensiv benutzt und auch viel mit rumgespielt. Da komme ich dann nicht sehr weit über einen Tag hinaus. Das ist aber eigentlich normal bei Smartphones. Noch ein kleines Detail am Rande: Man kann ähnlich wie auch bei dem Mobistel Synus F3 hier oben zusätzlich zu dem
Akkusymbol, was nur in so ein paar Schritten anzeigt, wie voll oder leer der Akku ist, noch die Prozentanzeige einblenden. Das hier oben kennt ihr vielleicht schon von den anderen Reviews. Es gibt zwei Empfangsanzeigen. Ich habe jetzt nur eine SIM-Karte eingelegt, deshalb ist nur hier die linke orange dargestellt. Die rechte könnte man dann auch in der Farbe her, von der Farbe her einstellen, wie man das haben mag. Dafür gibt es dann in den Einstellungen die SIM-Verwaltung. Da kann man dann wie gewohnt, wie wir das von den anderen MediaTek-Geräten kennen, die beiden SIM-Karten separat ein- und ausschalten. Hier natürlich jetzt nur die eine, die drin ist. Man kann für Sprachanrufe, Videoanrufe, Mitteilungen und die Datenverbindung getrennt wählen, über welche SIM-Karte es laufen soll oder im Fall der Datenverbindung zum Beispiel auch, dass es ganz deaktiviert sein soll. Auch hier die gleichen Funktionen, wie wir sie sonst von den anderen Dual-SIM-Phones kennen. Ich kann zusätzlich noch einzelnen Kontakten bestimmte eine SIM-Karte zuordnen, sodass die entsprechende Person bzw. auch die entsprechende Nummer einer Person, also jede einzelne Nummer kann man das zuweisen, automatisch über die entsprechende SIM angerufen wird. Allerdings wird das immer nur als Empfehlung benutzt und man muss dann trotzdem nochmal auswählen, womit man denn jemanden anrufen will. Das ist nicht so ganz optimal. Aber okay, das ist bei allen MediaTek-Telefonen, die ich bisher in der Hand hatte, so gewesen. Was gibt es weiteres Besonderes an der Softwarefront zu berichten? Gehen wir nochmal kurz zurück in die Einstellungen. Es gibt eine kleine Nettigkeit hier, Gesten. Da gibt es zum Beispiel die Umdrehen-Geste. Also wenn ich jetzt das Telefon so auf dem Tisch liegen hätte und es würde gerade klingeln, drehe ich es um und es wird stumm geschaltet. Ist eine ganz witzige Sache. Zum Aktivieren, Umdrehen, das ist damit kann man den Wecker auch steuern und zusätzlich ist in der Musik-App noch eine Funktion eingebaut, dass wenn man das Telefon kräftig schüttelt, der Zufallsmodus eingeschaltet wird und ein anderes Lied gewählt wird. Ganz witzige Sachen, gehen ja mittlerweile alle hinten dahin und Samsung macht es mit dem S4 ganz stark vor, mit Zusatzsoftware und Zusatzbedienmöglichkeiten neue Funktionen zu erschließen. Alcatel hat sich da relativ zurückgehalten, finde ich, ja, ganz witzige neue Ideen da eingebracht. Gucken wir uns ganz kurz die Kamerafähigkeiten des Alcatel OneTouch Star an. Es hat ein etwas abgewandeltes Kamerainterface, nicht das Standard Android-Interface, was ich im Großen und Ganzen eigentlich positiv finde, weil man kann hier manche Sachen per direkten Druck verstellen, was mich bei dem aktuellen Jelly Bean Interface immer so ein bisschen irritiert. Da gibt es so eine Anzeige zum Beispiel, wenn der Blitz blockiert ist, wird das hier auch hier oben eingeblendet. Allerdings kann man da nicht draufdrücken und was ändern, da muss man ins Menü rein für gehen. Auch das Umschalten zwischen Kamera und Videokamera kann man nicht direkt in der Anzeige machen, sondern erscheint auch erstmal wieder ein Auswahlmenü, was zum Teil auch daran liegt, dass es dann noch mehr Funktionen gibt. Aber im Großen und Ganzen finde ich das hier recht gelungen und die Kamera macht auch relativ zügige Fotos. Man muss natürlich ein bisschen für das Scharfstellen erstmal Zeit sich nehmen, aber das tut es ganz gut. Ist eine 5-Megapixel-Kamera, also jetzt nicht super hoch auflösend, wobei das eh immer fraglich ist, ob in so einem flachen Gehäuse, in so einem kleinen Objektiv hier entsprechende Optik überhaupt reinpasst, um jetzt 13 Megapixel oder sowas wirklich zu machen. Wirklich die Qualität dann halt da rauszuholen, die 13 Megapixel oder ähnliche Zahlen versprechen. Letztendlich sind die 5 Megapixel von der Kamera, finde ich, völlig ausreichend und deutlich schlechter als jetzt Bilder zum Beispiel des größeren Bruders, würde ich mal sagen, 997D. Der eine 8-Megapixel-Kamera hat, würde ich auch nicht sagen. Also die sind, wenn man reinzoomt, bei beiden relativ schnell verpixelt. Hier ist das vielleicht der Puffer, wie man noch weiter reinzoomen kann, ein bisschen kleiner. Es gibt hier so ein paar, eine ganze Reihe Einstellungsmöglichkeiten, aber nichts wirklich Außergewöhnliches. Beauty-Aufnahme habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. 360-Grad-Modus, also gibt es noch so ein paar Spielereien, mit denen man mal rumprobieren kann. Man kann natürlich noch die Standardeinstellungen, ISO und so weiter, Auflösung einstellen und wie schon gesagt natürlich den Blitz auch kontrollieren. Es gibt auch noch eine gegenwärtige Kamera, hallo,
die man dann für YouTube-Telefonate und ähnliches nutzen kann. Alles in allem keine wirklich sonderlich tolle Kamera, aber für Schnappschüsse, für Bilder, die man hier so auf einem Display oder vielleicht auch auf einem größeren Monitor ohne reinzuzoomen sich angucken mag, völlig ausreichend. Allerdings dann wirklich reinzoomen oder jetzt sagen wir mal DIN A4 große Abzüge von machen, das würde ich nicht empfehlen. Dafür reicht die Qualität definitiv nicht aus. Allerdings für den Preis, für ein Gerät von deutlich unter 200 €, finde ich, kann man da ganz gut mit leben. Noch eine kurze Ergänzung zur Kamera. Die LED leuchtet auch bei diesem Modell nicht wirklich gut aus. Man sieht hier gerade die rechte untere Ecke im aufrechten Modus ist nicht sonderlich gut ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob beim Kameradisplay sehe ich jetzt hier so lila Farbschatten, die sind dann irgendwie von der Aufnahme jetzt her. Also es ist schon recht farbneutral, aber halt gerade nach rechts unten hin und insgesamt zu allen vier Ecken hin nicht so deutlich ausgeleuchtet. Das ist, denke ich, für ein Fotolicht völlig ausreichend. Nicht so schlimm wie bei dem 997D, wo es so richtig fiese gelbe Flecken gab, die wie so eine Tapete nach 20 Jahren Rauchen ein bisschen aussahen. So, kommen wir noch schnell zum Musikgenuss. Der User Ben hatte mich darum gebeten, dass ich auch mal über den Lautsprecher ein bisschen Musik wiedergebe. Und nicht nur meinen Eindruck, den ich über Kopfhörer gewonnen habe, wiedergebe. Das können wir gerne machen. Hier bin ich übrigens im App Drawer, der auch ein bisschen anders gestaltet ist als üblich. Wir haben hier drei Überkategorien. Normalerweise gibt es nur die Anwendungen oder Apps und die Widgets. Hier gibt es noch zusätzlich die heruntergeladenen Apps. Da sind also nochmal nur die Apps, die man nachträglich installiert hat. Allerdings auch die Apps, die Alcatel zusätzlich installiert hat. Und das sind ja einige. Wir suchen mal nach der Musik-App. Die haben wir hier irgendwo unter M natürlich. Hier haben wir zum einen Play Music. Das ist der Google-eigene Service, der aber interessanterweise die viele Musik, die hier auf meiner Micro-SD-Karte gespeichert ist, bisher nie gefunden hat. Jetzt auf einmal dann doch. Das ist ja sehr spannend. Dann ja, nehmen wir aber trotzdem mal die App von Alcatel selber, die sich einfach nur Musik schimpft. Ist eigentlich das ähnliche Prinzip, optisch ein bisschen anders aufgemacht. Man kann hier nach Interpreten, Alben, Titeln und Abspiellisten seine Musiksammlung durchforsten. Und ich suche jetzt mal so bewusst ein Stück aus, was ich auch dank eines Tipps von User Ben gefunden habe, nämlich von Jamendo.com, eine GEMA-freie Musik. Die können wir jetzt auch durch mal laut stellen hier. Nur, spielt er schon. Jetzt kann ich sie zum Spielen anspielen. Das ist eine Band aus Argentinien, finde ich ganz witzig, so ein bisschen Ska, Punk, Rock, Misch. Und wie man hören kann, das ist jetzt die volle Lautstärke. Vielleicht auch noch mal einen anderen Musikstil zum Vergleich raussuchen. Ich hatte noch was anderes hier besorgt. Wo ist der gute Josh Woodward? Das klang auch ganz nett. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. Übrigens alles Musik. Das ist jetzt Josh Woodward, Let It In nennt sich das, die ihr auf Jamendo.com selber auch kostenlos runterladen könnt. Ich denke, das sollte mal reichen, um einen Eindruck zu bekommen, wie der Lautsprecher klingt. Also durchaus gut. Gerade für die kompakte Größe des Gehäuses finde ich, ist da schon erstaunlich viel Volumen dahinter. Natürlich kein Hi-Fi-Sound. Aber über Kopfhörer kann ich sagen, klingt es auch durchaus erfreulich. Also keine Kritik hier auszuüben. Bei der Gelegenheit sehen wir hier übrigens auch mal die Indicator-LED, die LED, mit der halt zum Beispiel eingegangene E-Mails angezeigt werden. Und wenn wir uns jetzt hier einloggen, sehen wir hier oben auch die Symbole für die E-Mails, die da gekommen sind.
sehe noch ein weiteres Symbol, das kann ich euch kurz mal zeigen. Also meine E-Mails wegwischen. Das ist das Symbol, was ihr seht nach einem Reboot, wenn nur eine SIM-Karte eingelegt ist. Also hier ist die SIM-Karte bereit. Einmal wegtippen und schon hat man absolut keinen Nachteil mehr dadurch, dass man das Handy vielleicht auch einfach nur als normales Handy mit nur einer SIM-Karte nutzen will. Ja, gut, zu guter Letzt noch ein kurzer Hinweis zu Benchmarks. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber mal ein AnTuTu laufen lassen, den Gefallen tue ich euch doch gerne. Habe ich hier schon gemacht, er sollte jetzt das Ergebnis direkt anzeigen. 6700 Punkte ist schon recht gut für für die MediaTek-Plattform. Da hat Alcatel mit dem Android 4.1.1 auf dem System hier saubere Arbeit geleistet, noch ein bisschen getweakt. Das Synus F3, was ich hier mal nochmal daneben lege, zum Beispiel, was halt in einer ähnlichen Größenordnung ist, also gleich großes Display hat. Aber ihr seht schon, ich muss rauszoomen, um das Gehäuse dann ganz drauf zu kriegen. Ein deutlich größeres, voluminöseres Gehäuse hatte nur knapp über 6000 erreicht. Also ist schon ganz ordentlich, nochmal gut 10% draufgelegt. Ich denke mal, in der alltäglichen Performance macht das keinen großen Unterschied, aber beide Geräte sind wirklich recht flüssig zu bedienen. Wollen wir sie vielleicht einfach nochmal im Vergleich ein bisschen zeigen? Hier jetzt auf der rechten Seite das Mobistel Synus F3, 4-Zoll-Gerät, deutlich dicker als das Alcatel von hinten mit seiner glänzenden, immer fettig aussehenden Rückseite, wirkt natürlich deutlich billiger als jetzt dieser Stiel von gebürstetem Aluminium, auch wenn es nur Plastik ist. Übrigens, einen kleinen Makel hat dieses sehr schöne Gehäuse von dem OneShot Star dann doch, oder vielleicht auch zwei. Zum einen hier diese Ecke, die sicherlich dafür da ist, um da mit dem Fingernagel reinzugreifen und dann das Gehäuse aufzumachen. Aber noch etwas unschöner finde ich, ist das, wenn man hier in der Mitte drauf drückt, ihr hört es, das ziemlich deutlich knarzt. Das Gefühl, dass es auch mit ein paar Mal Aufmachen eher mehr geworden ist. Habe von einem User auf Technophil gelesen, dass er das mit ein bisschen Klebestreifen hin von hinten behoben hat. Das möchte ich jetzt nicht machen, weil das hier ein Testgerät ist, das ich wieder zurückgebe. Aber ja, das ist so das einzige Manko bisher an dem Gehäuse, das ich ansonsten wirklich sehr schön, sehr handlich finde und das auch recht wertig sich anfühlt. Sieht natürlich ein klein bisschen, gerade wenn es so ausgeschaltet auf dem Tisch liegt und man den silbernen Rand so ein bisschen erkennen kann, sieht so ein bisschen dem iPhone 4 ähnlich, aber eher im Format des iPhone 5. Aber gut, das ist ja auch nicht die schlechteste Stilreferenz unbedingt. Ja, was wäre, ist mein Fazit zu dem Telefon? Ich habe ja beim Unboxing gesagt, ich will mal sehen, ob der deutliche Preisunterschied zum Beispiel zum Synus F3, das ja für ungefähr 130 Euro zu bekommen ist, teilweise schon günstiger. Dieses Gerät hier knapp 180 Euro zurzeit, also ob diese 50 Euro Preisunterschied gerechtfertigt sind. Ähnlich auch, es gibt von Alcatel das 992D, was eher mit dem Synus F3 vergleichbar wäre. Ein Tick teurer ist als das, aber immer noch 30, 40 Euro günstiger als das Star. Macht sich dieser Aufpreis bezahlt? Lohnt es sich, das Ding zu kaufen? Und ich würde sagen, ja, durchaus schon, wenn man zum Beispiel Wert auf ein gutes Display legt, weil dieses Display ist für die Preisklasse unter 200 Euro einfach einmalig gut. Ihr seht es hier, absolut keine Blickwinkelabhängigkeit, AMOLED-typisch halt, ne? Das ist von den Seiten her, wird da nicht mal wirklich was dunkler. Sehr, sehr bunte Farben. Es ist zwar eine Pentile-Matrix, hat also theoretisch gesehen eine etwas geringere Auflösung. Und wenn man ganz nah mit der Lupe rangeht, sieht man auch, dass die Schriften oder so Symbole hier oben so ein bisschen bunt verpixelt wirken. Ich kann es mit bloßem Auge ehrlich gesagt nicht erkennen. Also die Auflösung hier, WVGA auf 4 Zoll, ist anscheinend noch, ist schon dicht genug, um den Nachteil der Pentile-Matrix nicht mehr wirklich erkennbar zu machen. Aber vielleicht habt ihr ja bessere Augen und könnt sehen. Wer weiß. Ich finde, das Display ist wirklich toll und in der Preisklasse absolut einmalig. Dazu noch dann das schicke Gehäuse, der metallisch wirkende Rahmen, das edel gemachte Rückcover hier.
Und ansonsten eine ordentliche Performance, die dann sicherlich mit den günstigeren Geräten auch in etwa vergleichbar ist. Ein paar nette Goodies bei der Software, ein paar Anpassungen, die es so ein bisschen individueller machen, wie zum Beispiel hier der Lockscreen, der übrigens sich nochmal verändert, wenn man das zum Laden anschließt, dann füllt sich dieser weiße Bereich hier langsam grün, je nach Ladestand. Ganz witzig gemacht und es kommen auch so kleine Pünktchen von der Seite rein. Ich würde also abschließend sagen, für Leute, die ein bisschen Wert auf ein schönes Gerät auch legen und vor allen Dingen auch ein gutes Display haben wollen, ist es durchaus eine Überlegung wert, ein bisschen mehr auszugeben und sich dann für die knapp 180 Euro, vielleicht wird der Preis ja noch weiter fallen, das Alcatel One Touch Star zu holen. Wer jetzt absolut auf den Preis achten muss oder will, da die Priorität halt setzt, der sollte vielleicht lieber zum Synus F3 greifen, wobei man dann mit einer deutlich schlechteren Kamera ohne Autofokus leben muss, mit einem deutlich schlechteren Display, was unter manchen Blickwinkeln dann gar nicht mehr ablesbar ist, und insgesamt mit einer viel weniger wertigen Haptik legen muss, auch einem deutlich größeren Gehäuse. Also ich habe dieses Ich finde dieses Star hier richtig schnuckelig. Es ist so schön klein und handlich. Es bietet eigentlich kaum Ecken und Kanten, an denen man es wirklich großartig kritisieren könnte. Von meiner Seite aus durchaus eine Kaufempfehlung. Wie gesagt, ein bisschen ein Aufpreis für den schönen Stil und das tolle Display muss man in Kauf nehmen, aber ich finde, der ist gerechtfertigt. Soweit von mir. Mein Name ist Klaus von technophil.de. Wenn ihr Fragen habt, postet es ruhig in die Kommentare auf der Webseite technophil.de am besten im passenden Artikel. Der ist immer verlinkt hier unter dem Video. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, von euch ein Thumbs up, also eine positive Bewertung zu bekommen oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Freut mich immer.